Sagla. Das wäre das erste Oberkörpertraining gewesen, nach dem Wettkampf von Luzern. Luzern ist optimal gelaufen. Wie die Meister schon erfahren haben für mich. Sie haben den Baum auf den Punkt getroffen. Das heisst, der Körper war noch komplett entwässert, der Oberkörper. Gestern hat das Training wieder angefangen mit den Beinen. Heute zuerst mal Oberkörper, Brust und Bizeps. Das heisst, das System ist noch leer. Es ist sicher noch nicht ganz gefüllt mit Wasser. Es geht 4 bis 5 Tage, bis der Körper das ganze Natrium das Wasser gespeichert hat und Zellen voll sind. Das heisst, im Training vorsichtig, langsame Bewegungen, mehr auf Spannung arbeiten. Nicht wollen mit dem Ziel Muskelaufbau ins Training gehen, sondern das Ziel war ganz klar durchbluten, möglichst viel Nährstoffe in die Zellen jetzt drücken, Muskeln füllen mit Blut, dass alles wieder genährt wird mit den Nährstoffen, die man braucht, damit es noch ein schöner Ball ist. Angefangen habe ich mit der Isolationsübung. 5 Sätze mit kurzen Pausen, um mal Blut in den Zielmuskel in die Oberbrust zu bringen, ohne Schulter- und Trizepsbeteiligung. Dass der Pump von Anfang an da ist, da wir ja momentan sehr wenig Kohlenhydrate unterwegs sind, bringt es nichts, wenn wir am Schluss viele Sätze machen und viele Wiederholungen, sondern ich mache das am Anfang, um die Nährstoffsblut von Anfang an im Muskel hat und die Zellen schön expandieren und auseinandergedrückt werden. Dann haben wir eine zweite Übung gemacht für die Unterbrust, quasi das Bankdrücken der Maschine mit einem Reduktionssatz. Stripping bis runter auf 20 Kilo pro Seite. Dann obere Brust, Kurzhanteln mit Schrägbänkchen. Relativ schwer. Da alle Gelenke, das Gefühl waren mit Blut, Wasser war drin, Stabilität ist gewährleistet und ich hatte ein relativ gutes Gefühl. Obwohl ich im rechten Trizeps immer schauen muss, habe ich vor 2 Monaten angerissen. Das ist immer ein Handicap, ich muss immer vorsichtig sein, aber heute habe ich von Anfang an nichts gespürt. Und es war relativ gut gewesen. Dann die vierte Übung war Kabelzug untere Brust mit Spannung halt am Schluss, also konstante statische Spannung, um den Blutdruck erhöhen zu zählen. Und als Abschluss am Kabelzug Überkreuz von oben runter für die mittlere und obere Brust. Und abgeschlossen, komplett abgeschlossen habe ich dann noch mit Dips, 1-2 Sätze Dips. Den Ausseransatz. Dann ist es weitergegangen mit dem Bizeps, nach ein paar Posing-Einlagen. Super, weitergegangen mit dem Bizeps, SC-Curl stehend, relativ schwer. 2 schwere Sätze. 2 Sätze Kurzhanteln, liegend flach. Das ist eine spezielle Übung, die ich jedem empfehlen kann. Wenn man starke Schultern hat oder viel aus der Schulter macht oder mit Schwung, wenn er isoliert arbeiten will, rein mit dem Bizeps. Also mal die Übung ausprobiert, sehr starke Spannung im Brachialis und kein Schwung, keine Spannung in der Bizepssehne über die Schulter nie. Also genial, wenn jemand Schulterprobleme hat, kann man die Übung sehr gut machen. Abschluss, 2 Sätze. Kabel mit dem Seil, Hammergirl, mit einem statischen Heben. Es waren 6 Sätze für den Bizeps, das lange nicht. In der Regel mache ich 4 Sätze im Aufbau, in der Vorbereitung mache ich 6 Sätze. Das ist so mein Armprogramm. Trizeps, Bizeps ist bei mir immer relativ kurz, knackig, schwer. 4 bis 6 Sätze für den Bizeps, Trizeps 5 bis 8 Sätze, aber 8 ist dann schon oberstes Gebot. Also ist meistens in 6 Sätze. Brust haben wir mehr gemacht. Oberkörper, Brust, Schulter, Rücken, da bin ich meistens im Bereich 12 bis 16 Sätze. Immer gut einwärmen. Und konzentriere mich auf immer zwei schwere, gute Sätze. Meine Philosophie ist lieber die Energie in 2 gute Sätze investieren, als 3 oder 4 Sätze machen und mich müde machen, lange Regenerationsphase durch das haben und den Fokus auf 4 Sätze verteilen. Das hat nichts mit Fokus zu tun, sondern eigentlich nur mit Energiespeicher lernen. Darum lieber euch konzentrieren, gut einwärmen, wenn ihr warm sind. Fokussiert euch auf 1 oder 2 brutale Sätze. Wenn euch nichts wehtut, wenn ihr gesund seid, wenn ihr kein Gelenkproblem habt, wenn euch etwas wehtut oder wenn ihr Entzündungen habt, dann halt etwas leichter. Dann eher 2 bis 3 Sätze. Vielleicht 3 Sätze machen, kurze Pause, dass die Intensität gleich hoch ist und so der Muskel das Überlastungsprinzip hier geht. Kurz zum Beintraining, wenn ihr wissen wollt. Viele fragen mich, oder haben mir jetzt geschrieben auf Facebook,
wenn ich meine Beine trainiere. Weisst mir immer, Eckpfeiler war immer Kniebeugen in den letzten 20 Jahren. Also ich liebe Kniebeugen in allen Variationen. Kniebeugen sehr tief runter, korrekt, nicht mit Schwung, gerade Rücken, Frontkniebeugen, Sumo-Ring, Kniebeugen, in der Multipress, frei, mit Kurzhanteln. Das ist eigentlich so meine Basis. Da gibt es manchmal das Training jahrelang, da habe ich 6 bis 9 Sätze noch Kniebeugen gemacht, 3 breit, 3 eng, 3 normal. Vielleicht noch ein Beinstrecker dazu, fertig für Quads, Beibizeps. Das ist meistens eine liegende Übung, das rumänische Kreuz eben. Das Kurzhanteln ziehen liegend auf dem Bauch, auf dem Flachbänkchen. Nur das zweite ist eine ganz gute Übung für den Inneransatz. Und meistens als Abschluss eine einbeinige, das Curl hinten nur stehend. Beibizeps befindet sich bei mir im Bereich 6 bis 9 Sätze. Quadrizeps von 9 bis 12 Sätze. Im Moment für Quadrizeps sieht es so aus. 2 schwere Sätze Kniebeugen, meistens neutraler Stand. 2 Sätze Beinpressen, entweder einen ganz engen Stand oder einen ganz breiten Stand. Je nachdem, wie ich gestanden bin, Fußposition oder Beinpress, mache ich noch einen Hackenschmidt. Eng oder breit, natürlich, wenn ich Beinpress breit bin, mache ich Hackenschmidt eng. Wenn ich wieder Beinpress eng, mache ich Hackenschmidt. Vom Breitenstand. Abschluss vom Beintraining, die beliebten Ausfallschritt. Gestern waren sie schwer, kurz, viel Gewicht, 2x12 Sätze, 12 Meter pro Bein. In der Vorbereitung habe ich jeden Tag, nach jedem Training, Oberkörpertraining und Beintraining, 80 bis 140 Meter Ausfallschritt gemacht, mit wenig Gewicht. Darum die Kerben im Arsch, kommt von dort. Arschkerben kommt vom Ausfallschritt, denken Sie auf das. Da werde ich seit 2-3 Tagen immer darauf angesprochen. Darum sage ich es. Mein Geheimnis. Ja, als Abschluss meistens ein FSC-7-Satz Beistrecker. Das ist es eigentlich. Wade, ganz individuell nach Gefühl. Das kann sein 3 schwere Sätze fertig, das kann sein 10, 12 Sätze, 15 Sätze, in allen Variationen. Waden müsst ihr euch quälen, dann muss brennen wie Feuer, dann muss brutal sein, dann könnt ihr strippen, reduzieren, Dropsätze machen, Supersätze. Waden müsst ihr einfach schliessen, weil auf der Waden laufen ihr den ganzen Tag rum. Wenn ihr den ganzen Tag auf der Waden rumlaufen, dann macht ihr 2000 Wiederholungen, dann lang sind wir im Studio 3x12 Sätze. Waden, drücken, stehen, machen oder sitzend. Dann müsst ihr wirklich reduzieren, Stopptechniken machen, Haltetechnik ist sehr gut, statisch, wenn ihr nicht mehr mögt, am Schluss statisch das Gewicht oben behalten, bis wirklich, bis ihr das Gefühl habt, dort unten sei gar nicht mit dem Schweissbrennen, eure Wedli am Heizen, dass wir richtig brennen und dann wachsen die. Wie unterscheidet sich das Training jetzt ganz generell, gerade auch im Oberkörperbereich, in der Wettkampfphase zum Aufbau beispielsweise? Hast du da markante Unterschiede, sagen wir mal, Pause zwischen den Sätzen oder ganz allgemein im System? Also wenn du Pausen ansprichst, ist es mir so, das Ziel ist ja in der Diät, möglichst viel Kraft mitzunehmen vom Aufbau her. Fehler, die viele machen oder wo man viel gehört von Leuten, die nicht so erfahren sind, sie haben das Gefühl, Diät, viele Wiederholungen, kurze Pause, das verbrennt mehr Fett. Das ist ein Fehler. Wenn man die Kalorien reduziert und das Gewicht reduziert, dann reduziert der Körper die Muskelmasse. Ihr müsst in der Diät probieren, möglichst lang, möglichst schwer zu trainieren. Und wenn ihr schwer trainieren wollt, braucht ihr auch genug Pause zwischen den Sätzen. Das heisst, wenn ich zu kurze Pause mache, dann habe ich für den zweiten oder dritten Satz keine Kraft. Also gebt euch 90 bis 120 Sekunden Zeit nicht zwischen den Sätzen, damit ihr auch mögt. Probiert möglichst lang, schwer trainieren. Also mein Unterschied ist halt, dass ich in der Diät ein bisschen mehr auf den Körper los, vorsichtiger bin automatisch. Je näher der Wettkampf kommt, je tiefer der Fettgehalt ist, je tiefer der Wasserkalt ist, desto instabiler wird man. Man merkt, dort tut das Gelenk drücken, dort tut es ein bisschen weh. Man hat automatisch nicht mehr, man ist nicht mehr so stabil, der osmolische Druck, der Wasserdruck nimmt ab im Körper. Man ist ein bisschen vorsichtiger, aber man probiert möglichst lang schwer zu trainieren. Also bei mir war es so, eigentlich bis etwa 3 Wochen vor Luzern habe ich mit der Kraft gleich wie im Aufbau, wenn nicht mehr. Also ich habe glaube, 4 Wochen vor 4 oder 5 Wochen noch 210 Kilo Kniebeugen gemacht, 10 Wiederholungen, wirklich im 5. Satz. Das ist zuerst mal eingewärmt, dann mit 130, 150, 170, 190 und dann noch mit 210 Kilo. Also die Kraft ist eigentlich relativ lang da. Das ist eine Kopfsache, wenn man motiviert ist, wenn die Einstellung stimmt, dann
hat man die Kraft schon. Sobald man irgendwo im Bereich 6-7% von Körperfett kommt, nimmt Kraft ab, das ist so. Dann nimmt auch automatisch den Wasserdruck ab im Körper. Und dann heisst es vorsichtig sein, dann ist das Ziel nicht mehr Muskeln aufbauen, das Ziel ist allgemein dann durchbluten, Nährstoffe in den Muskel bringen, Volumen erzeugen, dass man einen schönen Pump hat, das ist das Ziel. Es gibt vielleicht einen Satz zwei mehr, es gibt mal einen Supersatz mehr in der Diät, in der Vorbereitung jetzt. Dann, das sind auch so die Unterschiede. Dann ist klar, da kommt die Entladephase. Dort ist alles wieder ein bisschen anders. Dort probiert man den Körper zu leeren. In der Entladephase, dort haben wir eine kurze Pause. Dann machen wir Circuit-Training, dort machen wir Supersets. Dort probieren wir auch wirklich die Glykogenspeicher leeren, dass wir komplett leer sind. Das ist etwa so ein Training, das ich im Moment mache oder gemacht habe. Wir haben zwei Studios. Ein Studio ist in Wiel, das andere ist in Rickenbach. In beiden Studios haben wir einen Powerfood-Shop, wo wir das komplette Angebot von Powerfood im Angebot haben. Wenn ihr wissen wollt, wie trainieren, wenn ihr euer Training optimieren wollt, wenn ihr mal eine Vorbereitung für einen Wettkampf machen wollt, wenn ihr eine normale Diät machen wollt, für eine gute Bodyfigur oder für eine Fotosession, wenn ihr euch vorbereiten vielleicht mal in nächster Zeit, in 1-2 Jahren oder allgemein einfach für den Aufbau etwas wollt, tun, ihr könnt euch jederzeit bei mir melden. Wir haben unter www.body-power.ch. Auf der Homepage seht ihr die Internetadresse, ihr könnt das Kontaktformular ausfüllen. Ich oder mein Team machen dann Ernährungsberatungen, Supplementberatungen, Wettkampfvorbereitung ist klar. Könnt euch melden, wenn ihr Fragen habt. Wir stehen jederzeit gerne zur Verfügung und gebe mein Wissen an den Nachwuchs gerne weiter. Und probiere das Ganze ein bisschen anpushen. Zudem 12. November, grosse Eröffnung in St. Gallen, Power Food Shop in St. Gallen. Einer der grössten Stores, die Powerfood bis jetzt in der Schweiz hat. Den eröffnen wir am 12. am Samstag. 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Sicher sehr interessant für euch. Wir haben verschiedene Attraktionen. Körperfettmessung haben wir. Die ersten 200 Kunden kommen ein T-Shirt geschenkt über. Just noch Sachen. Kommen vorbei, kommen schauen. Wird sicher ein toller Tag und ist ein super Store. Ein riesen Store. So etwas hat es noch nie gegeben bei Powerfood. Kommen unbedingt vorbei und können wir euch sagen. Okay, ciao zusammen.